Und in Baden-Württemberg haben wir ja den Vorteil beim Farbtext, dass wir hier, wie viele Filialen? 33? 33 Filialen in Baden-Württemberg. Also da seid ihr absolut zentral. Und wer nicht hierher kommen kann, der ruft einfach an. Bis 17 Uhr sind hier alle zu erreichen. Ansonsten gibt es noch das Fass. Das ist der Auftragsservice beim Farbtext. Eine ganz besondere Dienstleistung. Da erreicht ihr die Kollegen bis 18 Uhr und könnt bis 18 Uhr bestellen, dass es auf den nächsten Tag für euch geliefert wird. Wir sind heute in der Filiale in Esslingen beim Farbtext. Das ist mein Lieferant. Und in diesem Video zeige ich euch, was ihr alles beim Farbtext bekommt und warum ich auch hier gerne meine Produkte kaufe. Auf geht's, wir gehen rein. Ich habe mir gedacht, wir machen mal ein Video dazu, wo denn der Herr Klinger seine Produkte bekommt und was man da alles bekommen kann. Also, wir bekommen beim Farbtext einen geilen Service. Wir haben immer einen Außendienst, der für uns parat ist. Wir bekommen Farben, Lacke, alles lieferbar auf den nächsten Tag, bestellbar. Wir haben Teppiche, wir haben Vorhänge, wir haben MHZ-Rollos für Dachfenster zum Beispiel, für Velux-Fenster, für die Roto oder wie die alle heißen. Ja, kann man alles bestellen. Und da gehen wir jetzt rein. Auf geht's. Vinylboden, auch eines der Sachen, die wir am meisten verlegen im Malerbereich oder generell heutzutage. Da habt ihr auch die Möglichkeit, euch hier die passenden Muster auszusuchen. Ja, also Wahnsinn. Ich glaube, da fällt die Auswahl wirklich schwer, denn man kann sich denn nicht entscheiden. Ja, das ist halt diese Geschichte. Natürlich haben wir hier, fällt mir gerade ein, Purlein, auch schön, Natur, ja, ohne Weichmacher, gerade für die, die ein bisschen allergisch sind bei solchen Geschichten. Also auch biologische Geschichten gibt es hier beim Farbtext. Nachhaltigkeit ist nämlich auch ein Thema. Und beim Farbtext gibt es wunderbare Tapetenkataloge. Ich liebe ja Tapeten, wir Maler generell, denn wir tapezieren für unser Leben gern. Ist natürlich seltener geworden, aber regional natürlich abhängig im Norden. Ich grüße damit den Udo Weise, die kleben ordentlich Mustertapeten. Und ja, also wer da nicht Tapete tapezieren möchte oder seine Wand verschönert haben möchte, ja, da weiß ich jetzt auch nicht. Ich zeige euch mal, was mir an Tapeten besonders gefällt. Das sind einfach diese Art von Prägungen, diese wunderbaren Motive, die einer Wand einfach eine wunderbare Fläche geben. Und vielleicht kann man es hören, es ist richtig schweres, dickes Papier zum Anfassen, wirklich toll. Also da muss ich sagen, ist wirklich, ja, Wahnsinn. Also es gibt natürlich auch noch andere Sachen, die sind ganz neu. Das hier ist zum Beispiel jetzt Heutapete. Da kann man jetzt hergehen und mal dran riechen. Ich rieche dran. Und das ist einfach Wahnsinn. Also es riecht wirklich nach Urlaub, nach Alpen, ja. Richtig dick im Papier. Und das kann man überall tapezieren. Viele der Malerkolleginnen und Malerinnenkolleginnen, die tapezieren sowas im Bayerischen gerne oder in Baden-Württemberg, im Schwarzwald habe ich das schon gesehen bei Kolleginnen, die tapezieren das in der Küche oder in Bädern auf der Rückwand und so. Also echt toll, ja. Und was gibt es noch alles zu sehen beim Farbtext? Das zeige ich euch auch noch. Und beim Farbtext gibt es natürlich eine Vielzahl an Auswahl von Bodenbelege. Wir sind jetzt hier mal in dem Bereich, wo es Laminatböden gibt und Teppiche. Ich liebe Teppiche, denn es ist wirklich wunderschön, auf einem Teppich laufen zu können, im Schlafzimmer, im Flurbereich, im Wohnbereich. Also es ist wirklich eine tolle Sache. Hier hat man halt die Möglichkeit, gleich das passende Produkt rauszusuchen und gleich mal zu sehen, wie das in der Fläche aussieht und natürlich immer hinten zu sehen, welche Produkteigenschaften denn also dieser Teppich oder dieser Belag eben hat. Unter anderem gibt es auch noch Parkettböden, da gehen wir jetzt noch hin. Und da haben wir sie, die Qualität aus dem Schwarzwald. Also wir sind jetzt hier im Parkett, mehr oder weniger Bereich. Hier kann man jetzt wunderbar, ja, regionales Holz bekommen. Also das ist wirklich auch neu beim Farbtext, dass wir
oder dass hier Parkett angeboten wird mit dem Holz aus den einheimischen Wäldern und hier aus dem Black Forest, aus dem Schwarzwald. Und wie ihr sehen könnt, kann man eben gleich auf der Fläche erkennen, wie der Parkettboden aussieht und natürlich, wie man auch das Muster dann anlegt. Dann haben wir hinten Tierleisten, Stuckleisten für eure Decken, für eure Wandecken, für Ornamente im unteren Bereich, um einfach ja, hier und da eine Kleinigkeit zu verschönern und das Ganze ein bisschen aufzupimpen. Dafür gibt es Kleinigkeiten und Accessoires für die Gestaltung. Und beim Farbtext natürlich nicht zu vergessen, diese ganzen Mischtöne, also eure Farbtöne, die ihr euch wünscht, könnt ihr sofort in der Filiale mischen lassen. Hier haben wir einfach mal einen CWS Duo Top, den mischen wir jetzt mal und dann gehen wir einfach mal zu der Mischanlage. Auf geht's! Und dann schieben wir das Ganze in den Ofen. Aber vorher wird ja natürlich der Farbton erstmal eingegeben. Dann wird das Produkt unten drunter gestellt, kommen die ganzen Pigmente rein und dann wird das Ganze hier reingeschoben und für 2 Minuten durchgeschüttelt. Das ist ganz wichtig, denn hier ist die Kochstation und das sollte man beachten. Die Innendispersionsfarben beim Farbtext natürlich auch zu erhalten. Alligator, Presto Weiß, Euro Weiß, alles da und die anderen Hersteller sind auch da. Hier haben wir noch 1A, dann haben wir die Hausmarke, dann haben wir Caparol da, dann haben wir Puffers ist da, Puffers Putzgrund, dann haben wir den ganzen Bereich mit den Fassadenfarben, wo ihr sofort loslegen könnt und euer Haus streichen, von innen wie von außen. Ja. Auf was wartet ihr noch? Der nächste Renovierungsanstrich wartet auf euch. In dem Bereich hier haben wir Dispersionsfarben, Fassadenfarben und die könnt ihr auch alle mischen lassen. Und es ist immer was da und wenn mal was nicht da ist, dann einfach anrufen und am nächsten Tag ist es sofort lieferbar, denn es wird am frühen Morgen geliefert und ab 7 Uhr ist es meistens in den Filialen nach euren Wünschen ja, zur Verfügung. Adlerbereich, alles was Lasuren anbelangt, Außenbereich wie Innenbereich. Dann der Adler Aquanova, den findet ihr auch immer hier. Mein Lieblingswasserlack. Ja. Alles was man braucht, findet ihr beim Farbtext. Und das ist nicht gelogen. Und wenn ihr mal Durst habt, dann geht ihr her und drückt dann auf diesen Knopf und lasst euch einen Kaffee raus. Ich glaube, er geht gerade noch so, weil die Bohnen sind am Ende angekommen. Wo ist der Uwe? Der soll den Bohnen nachfüllen. Und fehlt euch mal Silikon auf der Baustelle, dann könnt ihr gerne in die Filiale fahren und euch euer passendes Silikon holen. Dafür habt ihr Farbtext Sister und Otto am Start und die gängigen Farbtöne sind alle da. Dann haben wir hier die Kleinprodukte, wenn es mal was Schnelleres geben sollte, wie Kleber, 2-Komponenten-Spachtel, Abbeizer, Schimmelentferner. Ja, da sind wir wieder im Winterbereich. Und jetzt gehen wir mal in den Werkzeugbereich. Und wer eine Arbeitshose noch nicht hat, der kann auch zum Farbtext gehen und von Maskott die Bekleidung sich zulegen und dann kann er auch schon loslegen. Ordentlicher Stretchanteil drin, das heißt, wenn man ordentlich zu Mittag gegessen hat, wächst die Hose auch mit. Und jetzt gehen wir in die Werkzeugabteilung, Festool und Flex. Schauen wir uns an. Hier sind wir in einem kleinen Bereich von Festool.
wo man mal einen Staubsauger ausprobieren kann, einen Rutscher ausprobieren kann. Wo es Zubehör gibt, also Schleifpapier, wenn das mal euch fehlt, könnt ihr da gerne das holen. Ansonsten bei Festool gibt es immer einen Außendienst, den man kontaktieren kann. Und da ist auch am nächsten Tag sofort die Maschine da, denn Farbtex hat das Zentrallager in Herrenberg. Und da ist auf dem nächsten Tag immer fast alles da, es sei denn, es ist Bestellware, da muss man ein bisschen warten. Hier hinten haben wir noch Flex, einen kleinen Bereich. Das wäre jetzt die Geschichte zu Flex, ja, Staubsauger, Maschine, Bohrhammer, alles da. Falls mal ein Rührer fehlt von Gollumix, ist auch alles da. Und natürlich hier drüben Klebeband von Kipp. Da gehen wir jetzt hin. So, Abklebebereich sind wir jetzt hier. Da sind wir bei Kipp. Da gibt es eine kleine Auswahl. Und wie ihr wisst, vom letzten Video gibt es natürlich viel mehr Klebebänder. Aber die gängigen Klebebänder wie ein Goldband, wie dieses Strong und die einfachen Crapbänder, die findet ihr immer in den Filialen. Und dann gehen wir auch mal schon zu den Werkzeugen über. Meistens kommt man ja auf die Baustelle und dann vergisst man einige Sachen. Dann braucht man mal eine Kelle, weil man sie nicht hat, sondern weil man sie nicht findet. Und dann muss man halt dann nochmal herfahren. Die einen oder anderen kennen das vielleicht. Ganz toll finde ich, diese Messer sind somit meine Lieblingsmesser. Und die Evo, die scharfen Klingen, die sind wirklich klasse. Das ist so mein Lieblingswerkzeug an der Gürtelschnalle dran. Und hier hinten haben wir den ganzen Walzbereich. Ja, dann haben wir Kleinigkeiten, wo man Farbe selber abtönen will mit Abtönpasten und Pigmenten. Dann haben wir den Lackbereich, wo wir die ganzen Lacke bekommen, ja, von CWS, von 1A. Dann haben wir Caparol, ist vorhanden. Dann haben wir Jägerbereich und auf der anderen Seite haben wir den Bereich von Adler. Und dann sind wir auch schon am Ende angekommen bei dem Video. Ich habe jetzt mir den Kaffee rausgelassen beim Farbtex. Also den gibt es immer hier. Und wer da mal schnell einen Kaffee haben will, darf da gerne hinkommen. Privat, wie Geschäftsleute und wie jeder, der Bock hat, mit Farben zu arbeiten oder handwerklich zu arbeiten. Also, da sind wir schon am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, ich konnte euch hier mal so ein bisschen was zeigen, wie und was so in einer Filiale für Produkte gibt und wie ihr die bestellen könnt und was ihr so auf die Schnelligkeit alles so bekommen könnt. Von heute auf morgen natürlich auch. Da könnt ihr jederzeit anrufen. Und in Baden-Württemberg haben wir ja den Vorteil beim Farbtex, dass wir hier, wie viele Filialen? 33? 33 Filialen in Baden-Württemberg. Also da seid ihr absolut zentral. Und wenn ihr mal was braucht oder euch was fehlt, gerne anrufen oder mich kontaktieren. Ich mache das jetzt so. Ich bedanke mich einfach bei euch fürs Zuschauen. Nicht vergessen, Kanal abonnieren und dann geht die Luzi ab hier und wir sehen uns beim nächsten Video. Wir machen jetzt Urlaub und dann geht es weiter im September. Viel Spaß und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer Malermeister André Klinger. Ciao.